Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Kam ewig lang kein Bild. Über eine Stunde. Ausgeschalten. Nochmal. Startbild. Wieder ewig lang kein Bild. Jetzt habe ich hier den Displayport gewechselt. Jetzt habe ich auf einmal ein Bild da. Hold a button. No Gamepad detected. Schauen wir mal, ob man die jetzt hier verbinden kann. Ob da irgendwas geht. Ansonsten muss ich mein ganz altes Pad raussuchen. Nö, ja, der mag sich irgendwie nicht verbinden. Am PC geht's ohne Probleme. Meine Fresse. Regt mich das auf. Ich muss jetzt mal altes gammeliges Gamepad raussuchen. Jetzt probieren wir mal F4. Wie komme ich? Aha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Touch ist es ja nicht, ne. Ich suche mal mein anderes Gamepad. Leute, das Ding läuft. Obwohl jetzt nichts konfiguriert ist, weil irgendwie, ja, habe jetzt so ein Joy mal schnell angeschlossen, aber auch noch nicht konfiguriert. Naja, hätte ich bloß mein normales Joypad. Ich will es doch bloß mal antesten. Nötige Hammercap. Tja, da geht gar nichts. Aber er macht 16:9. Sieht man den Streifen wunderbar. Gut. Funktionieren tut's. Monitor funktioniert. Bin ich mit dem Test schon zufrieden. Ja, jetzt schauen wir mal zur Kiste rüber. Ja, Freunde, das Interessante, jetzt muss ich erstmal das Display hier drehen, damit ich überhaupt was sehe. Das Interessante wird werden, wie kriege ich den Monitor hier rein? Tja, entweder ich schneide mal seitlicher Zugangsluke rein, was wahrscheinlich fast die sinnvollste Möglichkeit wäre. Ich werde das vorher alles vertiefen, dann eine Zugangsluke, wo ich den dann seitlich reinschieben kann, weil so rein tun, müsste ich viel zu weit ausfräsen. Und hier wirklich was von der Hülle wegbauen. Muss ich mal ausmessen, auf was für Maß ich da komme. Die Hülle knack und weg. Wäre der Monitor noch 60,7. Sprich 3,5 mm. Vielleicht könnte man ja dann neu schieben. Ich glaube, ich mache erstmal die Hülle weg, die Hülsenfrucht da, die Schale. Und dann probieren wir das Ganze nochmal aus, wie wir den dann da reinkriegen würden, eventuell. Boah. Ansonsten könnte ich ja hier nach hinten das ausfräsen.
Ja, scheiße. Da ist das Ding dann wieder im Weg für die Oberfräse. Verdammte Axt. Warum habe ich auch immer solche blöden Ideen? Ha. Tja, da muss ich jetzt durch. Und ich sag's euch, wie es ist. Das wird dann ganz einfach die nächste Folge. Der Raspberry Pi läuft. Wir haben es gesehen. Es ist Images drauf. Läuft. Schublade kommt auch noch irgendwann. Wird dann auch noch gemacht. Aber mir ist jetzt erstmal mal wichtig, den blöden Monitor da reinzukriegen. Heiliges Blechle. Was habe ich mir da angetan? Naja, jetzt packe ich ihn zuerst einmal weg, weil ich weiß nicht, ob ich die Woche noch dazukomme. Wir kriegen noch Besuch. Da gibt es jede Menge Grillvideos. Okay, das war's dann mit diesem Video. Leute, wir sehen uns. Ich gehe jetzt dann noch ins Bett, sonst raste ich aus. Gute Nacht.